Sie haben der Deutschen Bahn das Fürchten gelehrt, die grünen Flixbusse. Millionen Deutsche sind schon auf den Fernbus umgestiegen. Jetzt kommt der neue Angriff namens Flixtrain. Ich finde das wirklich gut, ein bisschen Konkurrenz für die Bahn. Und auch vom Preis her ist es ziemlich. Meine Frau ist schon gefahren, die war begeistert. Weil das auch so komfortabel ist wie mit dem Bus, ja. Auf jeden Fall, also ich würde es ausprobieren, auf jeden Fall. Gründer André Schwemmlein tauft vor kurzem den ersten grünen Zug. Das Medieninteresse ist groß. Die Premierenfahrt führt von Hamburg nach Köln. Die Tickets ab 9,99 Euro. Der große Erfolgsfaktor wird sein, genug Menschen zu finden. Und das ist das, was uns im Bus gut gelungen ist. Und das muss uns jetzt auf der Schiene auch gelingen. Das Geschäftsmodell ist so wie beim Bus. Flixtrain besitzt selber keine Züge oder Waggons. Den Betrieb übernehmen Subunternehmer. Dafür kümmert sich das Unternehmen um die Werbung und den digitalen Ticketverkauf. Mit zwei Strecken geht's los. Eine Verbindung von Hamburg nach Köln. Eine zweite von Berlin nach Stuttgart mit 5 Haltepunkten in Hessen. Es ist der Kampf David gegen Goliath, Flixtrain gegen die Deutsche Bahn. Für viele Fahrgäste steht fest, die Zeit ist reif für mehr Wettbewerb auf der Fernstrecke und niedrigere Preise. Die Preise sind momentan so überteuert, dass man nicht einfach mal kurz irgendwo hinfahren kann. Von der Bahn sind es zu hoch. Wenn man kurzfristig bucht, dann sind es auf alle Fälle zu hoch. Wer erfolgreich im Fernverkehr sein will, braucht vor allem drei Dinge. Viel Kapital. Eine hohe Auslastung, also viele Kunden und attraktive Strecken. In der Vergangenheit mangelte es meistens am Kapital. Kaum einer weiß das besser als Derek Ladewig, der Gründer von Locomore. Er sammelte damals rund 1 Million Euro ein, um Lok und Waggons zu mieten. Bei uns war tatsächlich das Geld zum Schluss das Problem, dass wir nicht genug hatten, um trotz steigender Fahrgastzahlen und auch steigender Einnahmen, also die Kunden waren bereit, irgendwie auch Stück für Stück mehr fürs Ticket zu zahlen, das dann aber sozusagen ein Jahr oder länger durchzuhalten. Nicht nur die Anfangsinvestitionen sind eine hohe Hürde, auch die Betriebskosten. Zum Beispiel auf der Flixtrain-Strecke von Berlin nach Stuttgart. Für nur eine Fahrt liegt der Trassenpreis bei 3.200 Euro. Hinzu kommen Stationsentgelte von rund 650 Euro. Zusammen also fast 4.000 Euro pro Fahrt. Anders als die Vorgänger hat Flixtrain immerhin finanzstarke Partner an Bord. Dazu gehören US-Investoren wie General Atlantic oder auch der Daimler-Konzern. Wir haben langen Atem, wir sind als Unternehmen profitabel und das auch schon im letzten Jahr gewesen. Und dementsprechend haben wir auch den Willen, das Geschäft mit Flixtrain langfristig zum Erfolg zu bringen. Bliebe die zweite Hürde, die Auslastung. Das Flix-Unternehmen traut sich zu, die Waggons voll zu bekommen. Denn sie bringen 82 Millionen Buskunden mit und das sind potenzielle Fahrgäste für den Zug. Heute wie damals greifen sie mit Kampfpreisen an. Wer etwa mit 2 Wochen Vorlauf die Strecke Hamburg-Köln bucht, zahlt bei Flixtrain 9,99 Euro. Bei der Bahn ohne Sitzplatzreservierung 24,90 Euro. Das sind 145% mehr. Das zieht bei den Kunden. Zu 80% war der Flixtrain bei seiner Premierenfahrt ausgelastet, obwohl die Abteile den Charme der 80er Jahre ausstrahlen. In der Deutschen Bahn ist ja alles Standard, ne? In jedem Wagen alles gleich. Aber hier, solange es sauber ist, ist es völlig in Ordnung. Vom Preis her, also ja, sag ich mal sensationell für 9,99 Euro. Mit Flixtrain bekommt der Kunde ein Angebot, das Straße und Schiene erstmals konsequent miteinander vernetzt. Längst haben die Fernbusse in den Städten attraktive Halteplätze direkt vor den Bahnhöfen. Allerdings, neue Strecken zu planen, ist auf der Straße viel einfacher als auf der Schiene. Warum? Das weiß Kai Mitusch, Ökonom und Eisenbahnexperte an der Hochschule in Karlsruhe. Man hat natürlich das Problem, man möchte in den Markt eintreten und einem Unternehmen Wettbewerb machen, nämlich der DB. Dieses Unternehmen ist zugleich der Trassenbesitzer, der Schienennetzbesitzer und der Besitzer der Bahnhöfe. Da ist kein gutes Gefühl bei den Wettbewerbern. Flixtrain will aber keine Zeit verlieren. Ab Sommer erhöht das Unternehmen den Takt auf der Strecke Berlin-Stuttgart.
Auf der anderen Seite werden wir aber auch schauen, ob wir neue Strecken anbieten können, weil wir auch im Bus gesehen haben, quasi Netz und Angebot treibt sicherlich auch das Interesse. Das heißt, wenn ich dem Kunden in Berlin oder in Hamburg mehr Optionen geben kann zu reisen, findet er das spannender. Das Unternehmen will so ein großer Verkehrsanbieter werden, der in ganz Europa vernetzt ist. Erst mit dem grünen Zug fahren, danach in den grünen Bus umsteigen. Diesen Trumpf hatten die bisherigen Bahnkonkurrenten nicht. Der Wettbewerb auf der Schiene kommt in Schwung. Ganz im Sinne vieler Kunden.